Hallo, wenn der Ruf Wasser im Schiff oder Wassereinbruch ertönt, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die modernen Schiffe in der Regel keine richtige Bilge mehr haben. Als ich mal anfing mit 16, 17, so vor 40 Jahren, da passte in so eine Bilge etwa 1-200 Liter Wasser. Und wenn man Wasser im Schiff hatte, wenn die Bodenbretter hochkamen, hatte man ernsthaft Wasser im Schiff. Heute haben wir so flache Bilgen, dass 3 Wassereimer voll schon genügen und die Dinger schwimmen plötzlich auf. Man gewinnt dadurch natürlich mehr Wohnraum. Also, die wichtigste Probe ist zunächst mal feststellen, ist es süß oder ist es salzig? Meine Erfahrung im Mittelmeer und in der Karibik ist ganz häufig, es ist Süßwasser und die Leute rufen um Hilfe. Dabei hatten sie das Wasser vorher auch schon. Es war nämlich im Trinkwassertank. Jetzt ist es nicht mehr im Trinkwassertank. Also, es ist die gleiche Wassermenge da, nur an der falschen Stelle. Man schaltet die Pumpen ab und versucht nach dem Leck zu finden. Ist es Salzwasser oder ist es nicht erkennbar, weil die Bilge so schmutzig war, was per se schon schlecht ist, dass man nicht unterscheiden kann zwischen Salz und Süß, dann ist es entscheidend zu wissen, wo sind Borddurchbrüche. Ich würde von jedem erwarten, egal ob Charterer oder Eigentümer des Schiffes, dass er sich vor Fahrtantritt mit den sowieso vorhandenen Borddurchbrüchen vertraut macht. Also Maschine, Duschen, Toiletten, WCs, Spüle, Pantry und dergleichen mehr. Und dass man diese Seeventile einmal geprüft hat, sie einmal bewegt hat, sich die Schlauchschellen angeguckt hat und dergleichen. Wenn es Wassereinbruch unkontrolliert gibt, dann hat es auch eine massive Kollision gegeben. Das kann man nicht übersehen oder überhören auf einem Sportboot, anders als in der Großschifffahrt. Man hätte gehört, wenn das Schiff irgendwo eine massive Kollision gehabt hätte und würde dann entsprechend kontrollieren. Schwierig sind Wassereinbrüche, die mal auftreten und mal nicht. Das kann zum Beispiel schon nach einem Gewittereinschlag passiert sein, dass der Rumpf quasi feine Löcher bekommen hat. Das sind wie so ein Spaghetti-Sieb, solche feinen Löcher. Und die sind auch durchaus im Bereich der Wasserlinie. Das heißt, je nachdem, wie das Schiff kränkt, macht das Schiff mal Wasser oder nicht. Oder, auch das kann sein, die Kielbolzen sind nicht fest, was per se schon eine große Gefahr darstellt. Und es fängt jetzt an den Kielbolzen zu diffundieren. Ansonsten gehört an jedes Seeventil mindestens eine Doppelschlauchschelle. Und die würde ich auch in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Im Hintergrund läuft übrigens gerade Hamburg Express ein. Die üben das übrigens die ganze Zeit. Die kommen gerade zurück von einer SKS-Ausbildung. Bei einer SKS- und SSS-Prüfung gehört so etwas wie Wassereinbruch im Schiff als Spielszenario dazu. Gerade bei SSS hat es sich in den letzten Monaten stark verändert, gehören diese Übungen sehr intensiv zur praktischen Prüfung und sollen auch wirklich realistisch durchgeführt werden. Und ich kann jedem nur raten, dringend so etwas mal selber mitzumachen. Und sämtliche Formen des Konjunktivs, also eigentlich, würde, ich könnte oder man sollte mal, haben an der Stelle überhaupt nichts verloren, sondern es heißt du und du und du, ihr schnappt euch jetzt eine Pütz, ihr schnappt euch einen Kochtopf, was weiß ich, und ihr fangt an zu schöpfen. Ein anderer schaltet die Pumpe ein oder die Pumpen und dann versucht man, den Fehler zu finden.